Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Mal wieder auf W6 und einige Tage ist es her, dass ein neues Let's Play rausgekommen ist, aber ich habe mich dann doch heute überwunden, wieder eins zu machen. Ich wollte eigentlich die letzten Tage schon eins machen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach zu viel League of Legends gespielt. Und ja, hier sind wir auf Welt 6 mit, und man glaubt es nicht, Stufe 126, fast 127. Och Leute, ich wollte es eigentlich aufnehmen, oder ich habe eher gedacht, so, warum hast du es nicht aufgenommen? Ich habe Dungeons gelegt. Oh mein Gott, habe ich viele Dungeons gelegt. Ich hatte 71 Dungeons, dann war Stufe 108. Und ich probiere im Free Try so ein Dungeon und er hat einfach noch so 1000 Leben gehabt. Und ich dachte mir so, der geht aber easy. Hau einen Pilz rein, liegt da. Nächster, liegt da. Und ich dachte mir so, okay. Und dann, keine Ahnung, wie es gekommen ist, lagen die Dungeons 20 Stück an der Anzahl. Okay, 19. Und ja, ich habe sogar die Mordmaschine gelegt. Mit 3 Versuchen. In 3 Versuchen die Mordmaschine mit Stufe 124. Und habe dann diese schicke Waffe rausbekommen. Diese Stichflamme aller Attributewaffe mit 254er 5er Stats und einer unterirdischen Spanne. Deswegen ist es meine Arena-Waffe. Oder auch meine einzige Waffe. Eine andere habe ich nicht. Denn ein anderer Dungeon liegt auch nicht. Deswegen ist es gar nicht mal so schlimm. Außerdem habe ich die VIP-Kette und den Rettungsschirm gefunden, die 100er Epics, genauso wie die 3D-Brille. Das heißt, ich habe diese wunderschönen 3 Level 100er Epics und alle Attribute, ja, was, mein ganzer Char ist alle Attribute. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 Items und halt die Waffe, alle Attribute. Ich habe wirklich sehr viel alle Attribute und ich kann hier ein wenig skillen, das ist schön, so wunderschön. Jetzt haben wir 728 Intelligenz, 7 Ausdauer, 663 Glück und ein wenig die Nebenattribute. Und ja, ich wollte es euch eigentlich zeigen, aber ich, der Held, natürlich habe es vermasselt, diese Kämpfe auch noch zu speichern. Ich weiß gar nicht, alles voll mit Festungsangriffen und Arena hier. Uiuiui, habe ich denn irgendwas ich habe nicht mal den Raid drauf. Ich wollte euch den Raid zeigen und habe ihn auch nicht gespeichert. Nein, dafür habe ich die Raids von, keine Ahnung, anderen Tagen. Was ist das denn hier? Reich der Titan? Das hatte ich aber, glaube ich, gezeigt. Hier war ich noch Stufe 99 mit vor 3 Tagen. Oh Gott. Mensch, bin ich gestiegen. Und was haben wir noch hier? Ich bin endlich im Turm angekommen. Zwar noch keiner ausgerüstet, bis auf der Magier. Aber vor Stufe 170 oder 160 schafft man hier eh nichts. Der hat hier schon 4 Epics drin. Die kommen aber ins Klo, sobald ich hier wieder was reinwerfen kann. Ja, heute ist schon was drin. Das heißt, bis Sonntag zum Epic-Event habe ich dann auch die Aura 3. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht 2-3 Epics blättern werde. Mal gucken, wie es kommt. Den einen Try, den ich frei habe, den hauen wir mal hier rein in den finsteren Reiter. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Also der haut wirklich einiges an Damage hier raus. Aber wenn ich critten würde, und das tue ich, wie man sieht, könnte ich auch ihn schaffen. Nur nicht mit der Waffe, die ich gerade anhabe, weil die halt wirklich keinen Schaden macht. Also hätte die Max-Spanne rechts raus, wäre auch dieser nette Boy sehr leicht erledigt. Was ist leicht? Der wäre drin auf jeden Fall. In der Arena bin ich gerade auf Rang 11. Man glaubt es nicht, von Rang 50 auf Rang 11. Das ist schon echt krass. Kann ich denn jemanden angreifen? Vielleicht den Adler 91. Vielleicht schaffen wir den sogar. Mal gucken. Ich habe sehr, sehr viel Glück. Das heißt, also ich habe eigentlich eine ziemlich hohe Crit-Chance. Und man sieht das auch hier schon. Der zweite Crit von mir. Und vielleicht sogar noch ein dritter Crit. Okay. Komm mal nicht. Trotzdem ist er tot. Und damit sogar auf Rang 10. Oh mein Gott, ich habe echt einiges hier gemacht auf dem Server. 126 bin ich jetzt. Und wir gucken uns mal in die Festung hier, in der Festung an, wie weit ich bin. Nämlich noch gar nicht so weit. Die Schatzkammer habe ich auf 8, Festung auf 8, Arbeiterquartier auf 8, Schmiede auf 8, ja. Das meiste habe ich auf 8, okay. Und das andere, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, wirklich. Ich tue ab und zu hier mal einen Angriff machen, um ein bisschen Ressourcen zu bekommen. Ich dann, ja, dann hab man sowas wieder hier und dann schaffe ich gar nichts. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie man das am besten hier macht mit dem Ressourcenfarm. Ob ich jetzt noch weiter
ausbauen soll, die Schmiede hochmachen, um dann die Soldaten auszubilden. Ja. Um die dann zu schaffen, aber ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt noch, wie viel brauche ich, auf 61.000 seiner Holz zu kommen und dann die Festung auf 7 auszubauen. Und dann bin ich erstmal zufrieden. Und direkt hier, Ritterhalle auf 7. Warte mal, die ist auf 8. Wo bin ich? Nee, ist jetzt 7 oder ist die 8? Ist jetzt meine Ritterhalle auf... Welche Stufe ist meine Ritterhalle? Meine Ritterhalle ist Stufe... Deine Ritterhalle hat 8 Stufen. Ja, ist schon auf 8. Ich dachte, die wäre es auf 6. Oh, habe ich wohl doch eins mehr wie gedacht. In der Gilde wird es noch nicht aktualisiert angezeigt wahrscheinlich. Dann kommen wir mal gleich hier alle Angriffe durch und wieder hier ein, den ich überhaupt nicht schaffe. Ich liebe halt diese Angriffe, wo ich maximal 1 oder 2 Krieger schicken muss. Und dann, ja, wieder sowas. Ich werde aber auch auf keinen Fall für Gold hier an die Gegner wechseln, weil mir das so viel zu teuer ist. Also einmal den Gegner wechseln ist, kann man auch einmal für skillen. Das ist mir gerade einfach nicht wert. Und hier, das war schon wieder so. Ausbilden und tada. Ich hoffe, ich mache das richtig. Wenn jemand Tipps hat, wie ich das besser machen könnte mit der Festung, dann haut ruhig die Tipps hier raus in die Kommentare. Und da haben wir wieder einen Edelstein gefunden. Bam, direkt großen Inschein mit 159 Int. Ja, bringt mir nur leider nichts, weil überall große drin sind. Das heißt, wir können ihn verkaufen. Jui. Oder ich behalte ihn erstmal. Aber hier mache ich richtig viel Gold. Mit alle 36 Minuten mache ich, dann sieht man hier gute 5000 Gold. Und das ist schon echt nice. Ja, ansonsten sieht man hier Dawn Bash mit 110 Dungeons. Sniper Number One, der die höchste Festung immer hatte hier. Warte mal, wo ist er denn? Bab. Hier, die höchste Festung, das ist die höchste Festung, auf jeden Fall festungstechnisch hier weit oben. Hat jetzt auch dungeon-technisch aufgeholt mit 101 Dungeons. Und ich hätte es echt nicht geglaubt, der war hier kaum zu sehen, der Ehrenhalle. Und dann gestern Abend hier ratzfatzig hochgehauen, voll epic mal geblättert. Ich weiß nicht, ob es geblättert ist oder ob er einfach nur Glück im Dungeon hatte. Und ja, ist damit jetzt der zweithöchste Spieler. Dann, was kommt? Kommt unser Terra, der Terra Lufio mit 144 und Stars hier. Die sind schon in der richtigen Reihenfolge, das passt ja so. Und dann natürlich ich hier auf Rang 10. Oh, okay. Ja. Was kann ich denn sonst noch so zeigen? Ich könnte ja... Wir haben Durchschnittsstufe 120, haben 16 Raids geschafft, werden auch sicher bald den 17. in Angriff nehmen. Ich kann nochmal auf die anderen Server switchen, das werde ich mal tun. Auf S35 habe ich, ach genau, stimmt ja, SF Game ist ja jetzt bei Steam. Habe ich mir auch gedownloadet dort. Und ja, keine Ahnung. Ist halt genau das gleiche wie im Browser spielen. Deswegen, ja, super. Ich brauch's nicht, aber ich denke mal, die Leute, die SF Game nicht kennen, stoßen dann über Steam auf dieses Spiel und dann gibt's wahrscheinlich wieder ein paar neue Spieler auf den Servern. Hier kann ich noch einen Angriff machen. Wo hauen wir denn den rein? Vielleicht hier in die 10. Etage werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, den Echsenkönig in der Schattenwelt, weil dazu meine Attribute einfach noch zu schlecht sind, aber war gar nicht mal so schlecht. Ich bin auch mittlerweile auf S35 für 277 und durch die Schattenwelt steige ich auch hier wirklich schnell Level. Ich habe jetzt jeden zweiten Tag ein Level hier gemacht. Auf S33 genauso. Hier bin ich auch mittlerweile 282 und kann das hier mal verkaufen. Das wollte ich selbst anziehen, sobald ich einen guten Geschickstein finde. Und da haben wir eine Stärke. Den brauchen wir natürlich nicht. Weg mit dir. Und Glück brauche ich auch nicht. Weg mit dir. Kann ich hier irgendwas ausbauen? Habe ich auch keinen Bock. Machen wir einfach hier mal den Free Try, den wir haben. Einfach mal hier rein in die Schlitzerechse. Und der sollte auch ziemlich einfach gehen. Was zum? Was? Okay, warte mal. Jetzt gucke ich mir den Versuch aber an hier, wo ich dran bin. Ja, als ob. Jawohl, weiß ich die Gründe hier. Bam, fast ganz durch und ich mach den... Was? Komm, nächste auch gleich hier, den einen Pilz. Weg mit dir. So.
Ich meine, das kann ja nicht sein. Ist der Gegner einfach so oft ausgewichen? Alter, der macht aber Schaden, du. Ohohoho. Alter, ouch. Komm, hau ihn weg. Hau ihn weg, nein. Oh, Gottes Willen machen die einen Schaden. Das ist ja unnormal. Weg mit dir, weg mit dir. Und was haben wir noch? Wir haben noch Server 18. Mit meinem wunderschönen No-Dungeon-Char, der auch schon Stufe 128 ist. Ich weiß noch nicht, wie lange ich spielen werde. Stufe 150, 160, 170, 200, bis wir hier Dungeons machen. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr denn Bock habt, hier Dungeons zu sehen auf Server 18 auf NX. Und ja, nochmal kurz zu Server 6 geguckt. Und ja, hier ist ja nichts passiert. Leute, das war mal wieder schöne 11 Minuten Let's Play Shakes & Fidget. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wie immer über Kommentare und ich sag bis zum nächsten Mal.